Herzlich willkommen zur nächsten Folge oder zur gleichen immer noch. Ich bin verwirrt, ich hätte meine Uhr nicht zurückgesetzt, deswegen war jetzt die Folge nur 6 Minuten lang, deswegen werde ich dieses gleich hinterher hochladen. Also weiter. Verwirrt. Machen wir mal Trade. Wir kaufen mal Ponys. Gut, wir machen einen Shop. Also gut, dann kaufen wir mal ein Horse. Ein schwarzes Horse. Macht voll Unterschied. Für Yaki kriegt ein Horse und Ricky Skunk kriegt ein Horse und Cruzy Ray kriegt ein Horse. Alle kriegen Horses. Schicke schwarze Ponys. So. Yay. Dann haben sie ihre mächtigen Rösser gesattelt. Und wir marschieren mal. Wir marschieren mal nirgendwo hin. Ich glaube. Doch, wir marschieren weiter. Ich warte lieber, bis hier dieses War College und so fertig ist, dann könnte ich dort bessere Einheiten ausbilden wieder. Wir machen auch mal diesen Demon Lair erstmal wieder. Das sind. Das ist so die kleine Variante von dem, was wir davor hatten als Gegner. Eine Sache, die jetzt natürlich war, ist, wir können auf der strategischen Karte mit den Einheiten, die jetzt Ponys haben, weiterlaufen. Und die sind immun gegen Magie, glaube ich. Aber hilft ihnen auch nicht viel, wenn sie nicht immun gegen Pfeile sind. So viel dazu. Und drauf da. Bash. Ah, hat eine ganz schön hohe Reichweite durch den Zauber, den wir einmal gewirkt haben und durch die Pferde. Geht's noch? Ah, so ein kleines Intermezzo hier mal. Ah, Jacke hat Level up. Schön. Dann machen wir gleich mal hier mit den Windzaubern weiter, dass wir dann. Ja. Einfach mal auch wirklich fertig werden damit. Ja. Na, da ist so ein großer Demon dabei. Diesmal ist der mir auch deadly als nächstes. Yaki ist under attack. Ist sowieso voll merkwürdig, dass die ja mehr als deadly markiert wird, während unser eigener Armee noch nicht mal deadly ist. Ja, komm, dann 4 Zauber. Komm. Ha! Als wenn. Nur unsere einfachen Soldaten haben Schiss vor dir. Der Rest nicht. So, wir versuchen es nochmal. Wahnsinn, er hat es geschafft. Jetzt haben wir einen kleinen Mini-Dämon. Naja, ist ja gut, beruhigt euch. Boah, 8 Critical. Ich glaube, ich spinne. Cruzy Ray kann jetzt viel häufiger ziehen, seitdem wir ihm mal die dicken Rüstungen und den schweren Hammer abgenommen haben. Das ist irgendwie viel cleverer als vorher. Ja, Ricky spielt da vorne Fang mit denen. Aua, geht's noch. Machen wir erstmal das Ding da kaputt, weil irgendwie ist mir das zu nah an Cruzy dran. Und vor dem Ding da habe ich irgendwie auch nicht wirklich Angst. Auch wenn es das 4 gezaubert hat, aber naja, Yaki hat ja resistet. Wir prügeln uns jetzt hier mal gegen die Viecher durch. Nee, dich lassen wir mal hinten. Ich habe keinen Bock, dich zu verlieren. Oh, der kann flächendeckend angreifen. Der hat sogar sein eigenes Vieh angegriffen. Na, dann. So, dann decken wir jetzt mal ein bisschen mit Pfeilen ein. Ah, er ist nicht mehr afraid, die Bogenschützen. Die auch nicht mehr. Sehr gut. Ich habe vergessen, was für ein Effekt das eigentlich überhaupt macht, aber. Ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Nicht, dass wir das jetzt bräuchten unbedingt. Im Kleinen sieht der gar nicht so bedrohlich aus. Ah, tot ist er. Gut, unsere ganzen Soldaten haben Level 8 schon erreicht. Wir haben Demon Horns aufgesammelt, Rilke hat dicke EP bekommen und weiter geht's. Wir plündern den Demon Lair, wir finden. Holy shit. The Cryers Level 17. Ja.
Das, ja. Das Ding macht Damage. Und wir haben eine scheiß Potion mal wieder gefunden. Dragon Statue. Epic. Gut, machen wir weiter. Naja, diese Quests hier sind immer Standard. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, wollen die, dass wir zwei Drachenaugen sammeln. Oder wie war das? Ah. Ja, doch nicht anders. Ist mal eine andere Quest. Ah, komm, kämpfen wir mal gegen den Holy Crap Drachen. Ich und meine große Fresse ständig. Das ist echt nicht auszuhalten. Okay. Sei jetzt ein richtig guter Magier und mach den klein. Mach den ja klar. Okay. Okay. Alles in Ordnung. Alles in Butter. Alles bestens. Wir freuen uns, hier zu sein. Oh nein, gleich ist der Drache dran. Okay, der Drache ist danach nun bald schon wieder dran. Weil er einfach mal ein Movement von 9000 hat. Hier, komm mit, schrumpf ihn endlich. Nein, das ist doch nicht wahr. Wir weichen den Drachen mal ein paar Meter aus hier. So. Hatten wir noch eine Scroll? Escape Scroll? Ich meine mal, der Drache alleine wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber ich glaube, vielleicht schon ein kleineres Problem, aber noch das Ganze hier dazu. Holy shit. Oh, wir haben eine Escape Roll. Ah. Weg. La 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 la. La 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 la. Ich zieh weg. Da kommen wir später nochmal drauf zurück auf die Armee. Oh Mann. Ah, da sind wieder neue Dings aufgetaucht. Battle. Obwohl, warum mache ich nicht Battle? Hätte auch Autos aufmachen können. Ein HP und zwei HP. Hauptsache, sie überleben noch einmal kurz. Ach, scheiße. Verdammt. Bam. Das war awesome. Gut, dann mal sehen. Weiter. Ob sie doch verfolgen uns jetzt nicht da unten, ne? Oh, wir haben 100 Fame erhalten durch das Erforschen dieser Technologie. Nice. Ah, unser neuer Champion auswählen. Fergen. Ein Mage, der Stufe... Keine Ahnung ist. Otter Apprentice, Summon Elemental and Summoner oder so einen netten... Hitpoints. Hm. Ich glaube, ich entscheide mich für Fergen. Nehmen wir Fergen, ne? Ich bin von diesen Nahkampftypen überhaupt nicht begeistert. Die machen nie Schaden. Obwohl, doch. Nehmen wir ihn ruhig mal. Wir haben ja diesen einen dicken Kolben bekommen. So. Okay, die stecken wir erstmal in die Stadt, bis du eine eigene Armee kriegst. Und ihr haltet hier weiter auch schon nach irgendwelchen Feinden in diesem Ding. Irgendwie muss man das Ding noch erobern können. Aber das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal.